Hallo Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pitfall. Wir sind jetzt endlich hier wieder zurück im Herz des Dschungels, im Dschungel Canyon. Und hier gibt es wohl irgendwo, irgendwie, irgendwo, irgendwann irgendwas zu sprengen. Was wir wohl... Harry meint ja, das haben wir schon gesehen. Ist da hinten was zum Sprengen? Nein, das sieht nicht sprengbar aus. Ich habe jetzt nur leider keine Ahnung. Das muss hier... Crash-Site? Nee, Crash-Site ist es nicht. Naja, viele Wege gibt es hier nicht. Vom Untergrunddamm kommen wir ja her. Da hinten ist versperrt. Das heißt, es gibt nur die zwei da. Ah ja, war nicht... Nee, Moment. Da war nur ein Idol, oder? Also ein Götze. Bin gerade tatsächlich... Upsa. Etwas überfragt. War hier irgendwas Sprengbares? Nein, halt die Klappe, geh da rein. Oh. Moment. Das scheint eine Sache zu sein, die funktioniert. War hier irgendwas? Ach, das gehört auch alles noch zum Dschungel Canyon. Ah. Dann war... Da, ja, ja, jetzt sehe ich es auch. Hier ist ganz offensichtlich was zum Sprengen, oder? Das sieht... Also das sieht mehr als sprengbar aus. Kann ich nicht erstmal den Klammeraffen da von uns runtersprengen? Oh. Funny meeting you here. How'd you get in here? Puska, he told me everything. Everything that wasn't true. He knows this land and its history. He wants to help me find my father. We believe this temple contains clues. Puska tried to kill me. No. He was forced to fight by St. Clair. He wants nothing to do with any of this. Sounds good, but I don't believe it. What do I care if you believe it? I'm going in that temple. No. I'll go in. Animal spirits, remember? You stay here. You know, I may not survive. The next time you see me, I might be a mangled corpse. The one thing you'll think about, the one thing you'll regret, is that you didn't kiss me before I went in. So? In your dreams. Das war eine schöne Abfuhr, die Harry da gekriegt hat. Na, anscheinend geht's jetzt in den vierten Tempel. Und den offensichtlich auch den letzten. No spirit. Piece of cake. Thought you were gonna stay outside. I thought you might need my moral support. Well, we got lucky. No spirit to fight. But there's an artifact in here I need. We need... It's my dad. What happened to him? I don't know, Nikki. Go back to camp. Would you do that for me? I'm going to find the artifact in here, and then I'll join you, okay? Okay. I'll see you soon. Where's the artifact? It should be here. Hm. Der sah ja nicht mehr so gut aus, der Vater von Nikki. That was when I started to get uneasy. No spirit fight, no artifact, and Nikki's father dead. I figured I'd head back to camp and see what Bittenbinder thought. And maybe try to comfort Nicole. Naja, wenn hier wirklich nichts mehr ist. Jetzt ist natürlich die Frage, wo ist das Artefakt? Ich habe da ja schon so einen kleinen Verdacht. Einen nicht ganz so kleinen Verdacht, dass St. Clair was damit zu tun hat. Jetzt ist aber
Die Frage ist, wie lang... Chamäleon. Das hier ist der Tempel des Chamäleons. Okay. Es wäre cool gewesen zu wissen, was es hier für einen Bosskampf gibt. Chamäleon, das sich vielleicht unsichtbar macht oder so. Jetzt ist natürlich die Frage, wie lange ist der schon vermisst? Weil der sieht noch, also abgesehen davon, dass er ein bisschen grün ist, sieht er ja noch ziemlich am Stück aus. Die Frage ist natürlich jetzt nicht nur, wie lange er schon verschwunden ist, sondern wie lange er schon tot ist. Beziehungsweise wie er gestorben ist, weil da waren ja auch Spinnenweben dran. Ich weiß jetzt nicht, ich bin jetzt nicht so der krasse Biologe, aber ich glaube, dass Chamäleons nicht so viel mit Spinnenweben zu tun haben. Eigentlich. So, aber ich würde ganz gern mal ganz kurz auf die Karte schauen, gucken, was... der beste Weg ist Chamäleon-Tempel. Native Jungle, bla bla blub, Crash Site. Würde es Sinn machen, wieder hier zum Teleporter zurückzugehen? Ah nee, warte mal. Das ist ja gar nicht so weit. Mysterious Temple. Ich dachte, wir müssen zu Bittenbein das Camp. Was ist denn Mysterious Temple? Aber Moment, kann ich ganz kurz was dazu... Was sagt mir das Spiel? Okay. Nichts sagt mir das Spiel. Gut, dann geht's jetzt auf Richtung Bittenbein das Camp und Mysterious Temple. Und danke fürs Unterbrechen, Discord. Moment. Das haben wir gleich. So, sorry. Normal macht Discord nie Geräusche. Außer, ich bin gerade mitten in der Aufnahme. Faszinierend. Murphy's Law und so. Was schief gehen kann, geht schief. Kennt man. Das hat ja... Ah, ich habe vergessen, dass das existiert. Ich wollte hier gerade einfach durchrushen, habe vergessen, dass das hier existierte. Oh. Und heraus. Ah ja, richtig. Hier sind wir. Jetzt sind hier natürlich überall diese Babyaffen, ne? Die waren da beim letzten Mal aber doch nicht. Spiel wird auch nicht einfacher. Moment. Muss ich... Ah, ist jetzt nicht dein Ernstspiel, oder? Moment, das war die falsche Richtung. Funktioniert das? Das funktioniert. Ist jetzt zwar ein bisschen fies, aber ich habe definitiv nicht die Nerven. Kannst du... Nein, nein! Kannst du mich bitte in Ruhe lassen? Ich habe jetzt definitiv nicht die Nerven dazu, dieses Schalterding auch noch mit dem Affen an meinem allerwertesten zu machen, wenn ihr das hoffentlich ein bisschen nachvollziehen könnt. Ich glaube, das wäre etwas unnötig nervig geworden. Moment, war hier unten, haben wir den Forscher hier unten schon gerettet? Den Forscher hier hatten wir schon. Hier geht's zum Plane Cockpit. Da wollen wir nicht hin, oder? Ich muss ganz kurz nochmal, ich habe die Karte leider nicht mehr so. Plane Cockpit? Doch, wir wollen zum Plane Cockpit. Und dann über den großen Baum, okay.
Okay, kriege ich hin. Das ist irgendwie machbar. Ich habe schon den ganzen Weg vom Anfang gar nicht mehr im Kopf. Dabei sind wir den, glaube ich, ein paar Mal gelaufen. Moment, ich kann doch jetzt. Was ich aber eigentlich überhaupt nicht brauche. Warum unnötig die Tiere quälen, die armen Skorpione? Wenn es überhaupt nicht sein muss. Da oben ist ein Schamane. Den sehe ich ja jetzt erst. So, euch räumen wir mal ein bisschen aus dem Weg. Ihr habt es verdient. Wie komme ich da hoch? Kann ich... damit komme ich nicht hoch. Oder? Da ist doch irgendwo ein Wildschwein. Nein, böses Wildschwein. Wie? Da ist noch ein anderer Durchgang. Moment, ich habe eine... Nee, Moment. Plane Cockpit... Das muss... von da kommen, aber da ist nichts, ne? Nee, die Tür ist zu. Es muss von woanders. Ich hätte gedacht, dass wir vielleicht... von der anderen Seite des Flugzeugcockpits aus, wo wir uns über die Schlucht geschwungen haben mit den Lianen, dass da vielleicht, dass wir uns da noch nach rechts weiter schwingen können oder so, oder nach links. Und dass da einen zweiten geheimen Ausgang gibt. Ja, dass ihr da schön Baumstämme werft, weiß ich ja mittlerweile. Hier war nichts mehr, gell? Wenn wir jetzt... Der Punkt ist halt, wir haben jetzt quasi jedes Item. Das heißt, ach, das war natürlich wieder super Timing. Das war jetzt natürlich wieder super Timing. Wenn es irgendwo noch versteckte Dinge gibt, dann können wir es jetzt erreichen. Ich meine zumindest, dass ich kein Item vergessen habe, was wir noch bekommen. So, mal gucken, wie ihr davon wach werdet. Würdest du bitte nicht, danke. Ja, ihr könnt bitte auch mal, ganz gediegen die Klappe halten, danke. Jetzt darf ich mich wieder ein bisschen heilen. Toll. Ah, immerhin haben wir die Nervensägen hier. Ach, natürlich hat's einer wieder überlebt. Ach komm, du, dich lasse ich jetzt einfach mal stehen. Das ist mir relativ egal. Hauptberuflich Stormtrooper. Kann ich dich eigentlich... Ja, das funktioniert. Ich hab Ups, was war das für ein Wurf? Ich habe übrigens auch Wurfgeschosse, gell? Ich vergesse die ganze Zeit, dass ich ja eigentlich auch so dodgen kann, ne? Dass ich... überhaupt nicht aus dem Zielmodus raus muss. So, an euch renne ich einfach vorbei, das ist mir egal. Ich meine auch, dass wir hier noch zumindest einen Götzen kriegen. Wenn wir den, haben wir den schon geholt? Ich bin mir jetzt gerade echt unsicher. Aber ich meine, doch, der sieht tatsächlich geholt aus. Doch, den habe ich schon, tatsächlich. Hier ging es zum großen Baum, naja. Wunderbar. Na, der Weg, der ist doch wesentlich kürzer, als ich befürchtet habe. Ich dachte, der Weg wäre ein bisschen länger. Es ist auch gerade... tatsächlich... Habe ich den hier schon? Ich glaube... Nein... Doch?
unklar. Das ist ein Easter Egg oder ein Secret. Guck mal, da hat sich, glaube ich, jemand verewigt im Spiel. D plus J. Süß. Das ist cool. Oh, das wusste ich ja nicht, dass es existiert. Wirklich. Schreiaffen. Ich finde gerade den Weg nach oben. Da ist der Weg nach oben. Stand gerade voll auf dem Schlauch. Ha, wisst ihr, Schlauch, weil hier ist überall Wasser. Hehe. Das macht man hier mit euch Brüllaffen. Schreiaffen. Nein, bitte nicht. Danke. Düt, 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 düt. Früher als Kind hatte ich ja, gut, das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich nicht wusste, dass das Wasser geskriptet ist. Bin ich jetzt richtig? Ah, nein! Dadurch, dass ich nicht wusste, dass... Ach, das war jetzt natürlich doof. Dass das Wasser hier geskriptet ist, hatte ich immer voll Angst vor dem Wasser. Weil ich dachte, das geht... alles auf Zeit und ich mochte dieses Gebiet hier überhaupt nicht, obwohl es... Ich finde den Baum echt geil. Also das ist echt schön hier. Auch die Musik ist super und ist auch cool mit dem Wasser. Vor allem, wenn man jetzt so im Nachhinein drüber nachdenkt, hilft es einem ja voll. Weil es einem halt beim Hochklettern Save Points gibt quasi. Ich meine, du kannst halt nicht mehr komplett runterfallen. Wir müssen doch hier lang. So, wo ist die nächste? Keine Liane. Baumstamm. Zack. Was sagen? Warum steigt eigentlich das Wasser gerade nicht mehr an? Das beunruhigt mich etwas. Ich meine, es gibt mir ja gerade nicht mal mehr Save Points. Kann ich das nicht irgendwie... Hallo, Harry, du sollst schaukeln. Danke. Keine Ahnung, was das war. Guck die Liane an, solange bis sie sich bewegt. Oder so. Was hart ist... ist... wenn ich... wegen sowas, wegen dieser Stampfattacke irgendwie... den Affen nicht treffe, beziehungsweise die Plattform nicht treffe. Und dann voll runterfall. Das wäre vermutlich ziemlich belastend. So, aber wunderbar geschafft. Fast nicht runtergefallen. Dann würde ich sagen, Freunde, den restlichen Weg zu bitten bei in das Camp ist ja jetzt echt nicht mehr weit. Den machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben. Da würde mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.